Herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Airesu und Stinrek. Ich bin Airesu. Ja, du bist ein bisschen abgehackt. Das mit der Voice Activation musst du noch ein bisschen konfigurieren mal. Auf jeden Fall haben wir hier einen Haufen Bären, was mir gefällt. Besonders weil die einen ja wohl. Ja, ich habe auch schon einige abgeholt. Ich habe jetzt nur einmal von dem verkohlten Wildbret was mitgenommen, weil ich dir eins lassen wollte und dann wurden wir vertrieben aus unserer Basis erstmal. So, wieder 10 Bären zusammen. Oh, noch mehr. Na, ich bin bei 16 gerade. 12, 13, 14. So, 15, vorsichtig sein. 16. Die Zombies können auch gerne mal versteckt rumliegen. Die Tür ist versperrt. Ich mach sie auf. Okay, da ist definitiv ein Zombie drin. Der ist schon offen. Ach, auf der anderen Seite ist er? Gut. Genau. Kämpfst du gerade oder zerstören die einfach nur die Inneneinrichtung? Ja, die rastet da ein bisschen aus. Ganz ruhig. Moment. So, ich würde sagen, wir zünden hier drin nichts an. Nur für den Fall, dass sich das Feuer ausbreitet. Okay, der Zombie ist da und hier ist eine schöne große Kiste. Wo ist der Zombie? Da. Oh. Oh, sogar Bett. Da, da draußen. Hier, da. Oh. Ah, okay. Na, bleib mal bitte stehen. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Okay. Wow. Altes Sham-Sandwich und eine Flasche Wasser. Also die Flasche Wasser ist ja schön, aber... Ach, eine leere Waschmaschine. Hast du da Treibung rausgeholt? Oh, da unten ist ein Feuer oder so. Aber ich würde sagen, wir nehmen die Treppe lieber. Oh, Moment mal, ich will mal. Stopp, noch nicht runtergehen. Ich will erst einmal mein Ausweidemesser ausprobieren. Wenn es bei Tieren hilft, dann wird es auch bei dem helfen, nehme ich an. Ich kann es nicht finden, dann stellen wir uns ein neues her. So. Und das kann ich jetzt auch nicht finden. Ach, da sind sie doch. Noch ein Ding. Okay, zumindest da kriegen wir offenbar nichts weiter raus. Oh, das war mein letzter Fall. Nutze ich jetzt hier eigentlich Feuer und Bogen? Na, du legst die Pfeile ein, indem du die R-Taste etwas gedrückt hältst. Ah, okay. Yay, schon wieder ein Sam-Sandwich. Ah, hier ist ein Kühlschrank. Level up, schon wieder. Nix drin. Oh, hier geht's in den Keller. Und da bewegt sich was. Ja, natürlich bewegt sich da was. Hier sind überall Zombies. Ich suche jetzt mal die Schränke. Destroyed Forge, okay. Nix. Oh. Maismehl. Bauplan Eisenhelm. Ich glaube, mit dem Schwert liegen wir gar nicht so falsch, ne? Oh. So, im Moment, ich gebe jetzt mal... Ah, Schwert haben wir auf jeden Fall, wenn wir es so eingeben, nicht. Aber haben wir... Okay, Alt-Eisenhelm hätten... ja, Eisenhelm hätten wir dort als Bauplan. Okay, hier ist jetzt weiter nichts mehr. Ich habe alles durch. Also ich habe 2 Gläser und hier ist die Schmiede. Ja. Ich habe auch überlegt, ob wir die vielleicht abbauen sollten, aber... eventuell bringt uns das überhaupt nichts. Ja. Okay, weiteren Zombie erledigt.
Da rein. Wie bitte? Da rein. Wieso herein? Hier klopft niemand. Okay. Ich glaube, das, was du als Kellertür identifiziert hast, war einfach nur deine also, Toilette. Also, ich habe menschliche Scheiße gefunden in der Toilette. Bitte nicht so vulgär. Und Flasche trübes Wasser. Das steht da wirklich so. Trotzdem, ich habe eine Topfpflanze mitgenommen. Okay, ich habe jetzt mal die menschlichen Überreste mitgenommen. Willst du was haben? Ja, danke. Hier ist irgendwo noch ein Zombie. Ja. Wenn wir hier das Haus cool anzünden, was passiert dann? Lagerfeuer. Bett? Wie bitte? Bett? Könnte man doch hier wohnen bleiben. Ne, das Bett ist weg. Das geht nicht. Generell würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall was Eigenes bauen sollten. Allerdings die leere Schmiede sollten wir wahrscheinlich stehen lassen. Ja. Wobei ich eben wirklich gerne das Haus anzünden würde. Offenbar ist mein Inventar voll, ich kann das Gemälde nicht mitnehmen. Jetzt aber. Ich versuche hier gerade die Lampe abzubauen. Und, klappt's? Naja. Ein paar Schläge. Brenne. Vielleicht brennt das hier besser. Ich meine, es sieht aus wie ein Vorhang, also. Oh, ich habe 5-mal hier Eisen gerümpelt, oder was? Glückwunsch. 2-mal Blei und 5-mal Eisen. Schön. Warum brennt das nicht? Muss ich irgendwas Spezielles mit der Fackel machen, damit was brennt? Mit der Sekundär. Kann Gegner in Brand setzen, aber nicht. Wahrscheinlich nicht Gegenstände. Schade. Okay, wie gesagt, die Schmiede sollten wir so stehen lassen. Ja. Also das Haus müssten wir eh komplett renovieren. Was zum Teil daran liegt, dass wir es kaputt gemacht haben. Aber zum Teil eben auch, dass es schon kaputt war. Kommst du wieder? Oh, warte. Ja, okay, das bringt. Okay. Hier oben. Wie bitte? Verdammt. Ach Gott. Jetzt. Okay, ich bin wieder draußen. Gut. Da hinten ist noch eine Hütte. Wollen wir die auch noch erkunden? Moment mal. Ich werf mal das Sandwich weg. Oder kann ich das wenigstens zerlegen? Nee. Dann werfen wir es weg. Und nehmen die Federn mit. Wo siehst du noch eine Hütte? Ja. Wo? Wenn du rauskommst. Also, komm doch erst ich mal bin raus. Doch schon längst draußen. Ich war lange vor dir draußen. Na, da wo die Hütte ist. Wo bist du denn jetzt? Ah, okay. Ich sehe dich. Ja, okay. Warte. Da ist die Hütte. Ja, okay. Da oben. Aber vielleicht sollten wir doch erstmal lieber zugehen, obwohl der Weg ist nicht so weit. Und wir müssen einfach nur der Straße folgen. Oh, ich bin halb tot. Lass doch lieber zurück. So, Feigling. Naja, ich brauche nur noch einmal geschlagen werden und dann bin ich schon tot und würde hier meine ganzen Sachen dann verlieren. Verdammt, oh, das nimmt immer weiter ab. Mal gucken, was mit mir los ist.
Lebe zu gesund. Erben. Ah ja. Ja, Errungenschaft freigeschaltet. The Grave Digger. Und ich habe natürlich kein. Wohlbefinden. Obergrenze für maximale Gesundheit und Ausdauer ist auf 70. Aber stimmt denn jetzt hier mit mir nicht? Können wir das hier einfach. Ja, okay. So, ich habe mal zwei Bäume gepflanzt. So. Und jetzt zurück. Ich habe, glaube ich, langsam den Dreh raus, wie man gegen einzelne Zombies besteht. Ganz langsam. Bei mehreren Zombies habe ich immer noch Probleme. So. Okay, also wahrscheinlich werde ich gleich sterben. Tu's nicht. Du oft diese Bären gegessen habe. Was? Wieso? Die töten einen? Warum töten die einen? Ja. Die sollen einen bitte nicht töten. Also, wenn du zu oft Bären isst, Aloe Vera und Saft davon. Ja. Dann packe ich mal alles schnell hier in eine Kiste. Schwert. Wie bitte? Schwert die Kiste. Achso, wahrscheinlich weil ich sie aufgestellt habe. Moment. Ich weiß nicht, wie man das umstellen kann, falls überhaupt. Na, da musst du eine eigene Kiste herstellen. So, hier kommt erstmal Eisen rein. Sind die Kisten? Gib einfach Kiste im Suchfeld ein. Ja, okay. So, ein bisschen mehr Platz haben wir. Warum liegt denn hier ein Zombie rum? Ja. Okay. Was brauchten wir doch gleich für die Schmiede? Blasebalg. Achso, ja, stimmt ja. Lehmklumpen. Konnten wir die. Kann man die einfach finden oder? Nee, man stellt die sich her. Wird in der Erde gefunden. Wir müssen also danach graben. Okay. Und ich bin gestorben. Ja. Wach auf, Steenrek! Ich habe Herzdruckmassage versucht. Mit der Axt. Ich hoffe, ich stehe da auch gleich wieder. Erscheine auf dem ja. Bett. Ja, bitte. Und. Wiederbelebung! Wie er da einfach hingeworfen wird. Okay, aber das hat schon mal geklappt. Das ist gut. Gibt's eigentlich. Eine Angel? Nö, schade. Was wollte ich jetzt hier? Eine Schaufel wollte ich noch herstellen mal. Achso, und ich muss mal einen Bogen herstellen. Ich habe zwar schon einen Bogen, aber wir stellen uns noch einen Bogen her, weil das Tutorial ist so verlangt. Und ich wissen will, was noch so im Tutorial kommt. Und die Schaufel stellen wir uns auch her. Das 1x1 des Überlebens 6 von 8 habe ich hergestellt. Yay. Oh, baue eine Basis ist das nächste. Das könnte tatsächlich interessant werden. Ja. Gesammeltes Holz. Okay, ich soll 75 Holz sammeln. Das ist ja kein Problem. Hier haben wir ja Holz. Ich muss gleich die Axt reparieren, aber sonst. So. Und reparieren. Feuer wärmt dich. Wärm mich, los. Da, da, da. Gut, genug Holz gesammelt.
Okay, jetzt kommen wir nämlich zum Punkt. In der Quest steht, gefertigt Holzrahmen, platziert Holzrahmen und aufgewertet Holzrahmen. Und das Aufwerten ist ja das, was ich mich die ganze Zeit frage, wie es geht. So. Hallo. Okay, bauen wir erstmal Holzrahmen. Gut, ich stelle erstmal Spiritus her. Was? Wieso? Ja, ich brauche Maismehl und eine Flasche trübes Wasser. Woher hast du Maismehl? Ja, das habe ich doch da gefunden, in der Toilette. Ich dachte, du hast Kot gefunden in der Toilette. Ja, das auch. Ja, wären wir eine andere Gruppe, dann würde das ganz gut passen. Platziere Holzrahmen, haben wir gemacht. Wie werten wir die Dinger jetzt auf? Moment, es gab ja irgendwo hier das Questlog, ne? Journal, da. Oh, okay, erste Grundlagen für das Überleben. Automaten, Händler, langweilig. Abwurf aus der Luft. Ah, lesen wir uns später durch. Skills? Nein. Charakter? Nein. Spieler? Nein. Oh, Zombie-Kills. Ich habe 10, du hast 9. Und ich habe einen Spieler-Kill. Ja. Lagerfeuer. Achtung, da ist ein Zombie. Was? Oh. Ich kümmere mich drum. Wow, er rennt. Das war nicht so geplant. Aber damit du leicht nach oben schlägst, dann triffst du den Kopf besser. Ein Businessman war das. Und der hat interessante Dinge gehabt, nämlich eine Glasscheibe und Herausforderungen Kaninchenzeit. Eine seltsame Notiz, die ich auf meinen Reisen gefunden habe. Sie ist vom Clan von Slick Willy. Lesen. Hallihallo, Überlebender. Wenn du diese Notiz gefunden hast, weißt du, dass wir dich beobachtet haben. Du bist ein Überlebenskünstler, das muss man dir lassen. Aber sehen wir mal, ob du diese Herausforderung bestehst und vielleicht nehmen wir dich dann auf. Viel Glück, Slick Willy. Herausforderung, töte ein paar Hasen mit einer abgesägten Schrotflinte. Nö. Aber Überbleibsel aus der Zivilisation, das packen wir hier mit rein. Genau wie die Glasscheibe. Und das Landschaftsgemälde. Was wollte ich eigentlich ursprünglich machen, bevor ich hier angegriffen wurde? Ist denn Reck? Hallo. Wolltest du vieles machen? Ah, okay. Gut. Gut zu wissen. Sehr informativ. Achso, ja, ich wollte herausfinden. Ah, da haben wir Quests. So, das 1x1 des Überlebens, 7-8. Sammle Holz und fertige über die Kategorie Grundlagen im Fertigungsfenster Holzrahmen. Platziere Holzrahmen in der Welt, indem du sie ausrüstest und die sekundäre Aktion verwendest. Werte sie mit einer Steinaxt und der sekundären Aktion auf, während du über zusätzliches Holz im Inventar verfügst. Aha. Okay, wir haben hier noch Holz. Wir haben eine Steinaxt. Sekundäre Aktion wird Rechtsklick sein. Oh, cool. Da. Da, siehst du das, Zenrik? So macht man das. Ich habe kein Holz mehr. Mache ein Lagerfeuer. Ernsthaft? Ich habe schon 2 gebaut. Gut, machen wir noch im Süden 1. Dann haben wir nördlich 1, in der Mitte 1 und... Warum nicht? Hier was Schönes gepflanzt. Pflanzen? Baumwolle. Ja, warum nicht? So.
So, und hier platzieren wir mal ein Lagerfeuerchen. So, das einmal eins des Überlebens haben wir dann wohl bestanden damit. Oh, nee, Reise zur Siedlung, finde Trader. Habe ich auch schon gemacht, Mensch. Aber okay, das Tutorial hat mir zumindest eins beigebracht, nämlich wie wir die Dinge aufwerten. Das ist schon mal gut, also die Rahmen. Ich nehme an, wenn wir dann weiter darauf hauen mit der Axt, dann werden wir da mit Stein arbeiten. Also, dass man erstmal Holz braucht, dann Stein und... Sehr schön. Ja. So, ein bisschen Wasser trinken. Wunderbar. Pflanzenfaser, wenn du welche brauchst, ich habe 172 Stück. Oh, ich dürfte da auch einige haben. Ach ja, wenn wir schon mal hier unterwegs sind, nicht Eisenbruchstücke. So. Mal ein bisschen Bäume nachpflanzen. Und wir müssen schon wieder die Folge beenden. Folge beenden. Ja. Machen wir dauernd, ne? Ja, echt schlimm. Fast so oft, wie wir sie anfangen. Ja. So, erstmal hier noch ein bisschen raufhauen. Okay, es braucht jeweils 10 Holz, um das aufzuwerten. Moment mal, wenn ich... Okay, das... Weiter raufhauen bringt noch mehr Verbesserung mit Holz. Okay. Cool. Das heißt, wir brauchen eine ganze Menge mehr Holz. Ja. Vielleicht sollten wir wirklich mal auf Baumjagd gehen. Also, wenn es Tag ist, losziehen. Ja. Und ja. Allerdings nicht in dieser Folge. Die müssen wir nämlich jetzt beenden. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios. Ciao.